Zur Erfassung der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Umweltschäden ist die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg gemeinsam mit einer internationalen Arbeitsgruppe in die Ukraine gereist. Wir brauchen Ihre professionelle Hilfe, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der die Gruppe am Donnerstag in Kiew empfing. Er wies vor allem auf die schlimme Verwüstung im südlichen Gebiet Cherson hin, die durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms und darauf folgende Hochwasser seit Anfang Juni verursacht wurden. Ich denke nicht, dass die Reaktion der Welt auf diesen Ökozid ausreichend war, sagte Thunberg ukrainischen Medien zufolge. Ich denke nicht, dass irgendeine Reaktion ausreichend sein kann, denn es gibt einfach keine Worte, um diese Brutalität zu beschreiben. Zelensky berichtet zudem von Problemen bei der Trink- und Nutzwasserversorgung in Cherson und einem angrenzenden Gebiet. Geschädigt seien zudem der Agrarsektor und die biologische Vielfalt der Region. Der Umweltarbeitsgruppe gehörten zudem die schwedische Ex-Vizeregierungschefin Margot Wallström, die irische Ex-Präsidentin Mary Robinson und die finnische Vizepräsidentin des EU-Parlaments Heidi Hautala an. Die Arbeit der Gruppe soll dazu beitragen, Russland zu einer Kompensation der durch den Einmarsch vor mehr als 16 Monaten verursachten Schäden zu zwingen.